Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, die Stimmung hier ist viel zu schön, um sie nicht doch zumindest irgendwie bildlich festzuhalten. Wenn der erste Schnee gefallen ist, ist das so eine ganz eigenartige Stimmung. Es ist so eine tiefe Stille, die Einkehr gehalten hat. Naja, wahrscheinlich, weil der Schnee 70-80% des Schalls schluckt. Gleichzeitig ist die Luftfeuchtigkeit jetzt spürbar groß. Das heißt, man geht von Haus aus einmal ruhiger. Und aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit ist für mich auch das subjektive Wärmeempfinden ein ganz anderes. Es fühlt sich einfach wärmer an. Also ganz spannend. Ich muss wieder aufpassen, rechts haben wir wieder Gegenverkehr. Hier linker Hand ist die große Berchtoldsdorfer Heide und hier rechter Hand ist die kleine Heide. Die ist nur ein paar hundert Meter kurz und ich möchte sie gemeinsam mit euch bis zum Ende gehen, wo dann die Kante kommt. Vor uns ist wieder am Horizont der Wehrturm zu erkennen. Ich zoome noch einmal heran. Ja, ich weiß, es ist ein interessanteres Ziel als der grüne Mistkübel. Stimmt's, zugegeben? Zoomen wir das noch einmal herbei und lassen wir den Mistkübel dort, wo er ist. Geht's wieder weiter. Hier führt der Expressweg hinunter, der wird vorne unten dann aber relativ steil. Rechter Hand geht es dann in die Berge hinauf, Bergerln, also wir haben so, unsere Berge sind so ja, maximal 600 Meter oder was hoch oder 650, so in der Richtung 640, nichts Aufregendes. So, jetzt muss ich wieder ausblenden, wir haben wieder Gegenverkehr, das ist wieder ein reges Verkehrstreiben. Hallo, so, und hier geht es jetzt wieder unbeirrt weiter. Ich kann mich noch an den Sommer hier sehr gut erinnern, wo man trotz kurzer Hose und kurzen Leibchen ziemlich verschwitzt war. Nur bei diesem Sommer war es sehr, sehr angenehm, weil ich würde sagen, wir hatten Tagestemperaturen, die bis zu 10 Grad kühler waren als noch 2019. Also wir wissen, die 666er Aufmärsche oder FFF Aufmärsche, egal wie man es betrachtet, haben tatsächlich Wirkung gezeigt. Die Klimaerwärmung wurde aktiv gestoppt. Eine grandiose Leistung, die man nicht hoch genug schätzen könnte. Endlich ist es wieder kalt. Endlich kommt dann auch das große Sterben der Pflanzen, weil die meisten werden die kommenden kalten Winter natürlich nicht überleben. Und endlich sind wir dann wieder dem Ziel der kleinen Eiszeit einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Gar keine Frage, dass die Menschheit sich darüber unendlich freut. Oder wurden wir bezüglich Klimaerwärmung vielleicht in eine vollkommen falsche Richtung gelenkt? Ich halte das als sehr, sehr wahrscheinlich. Denn noch in den 70er Jahren haben sogenannte Klimatologen, oder damals hießen sie noch Wetterforscher, weil niemand kann definieren, was Klima überhaupt sein soll, außer in der Arbeit, das Arbeitsklima, haben Wetterforscher festgestellt, dass wir mit großen Schritten in eine neue, kleine Eiszeit schlittern. Ist das nicht interessant? Vor 5 Jahrzehnten haben Forscher noch allen Ernstes von einer Eiszeit gesprochen und haben auch entsprechend Publikationen veröffentlicht, aber halt nicht entsprechend viel Geld dafür kassiert. Ende.